Heute geht es um sechs unverblümte Wahrheiten, sechs Dinge, die Frauen tun, die sie aber vor Männern verbergen wollen, die sie nie zugeben würden. Disclaimer: Die folgenden Punkte, die erkläre ich nicht, um ein bestimmtes Verhalten anzuprangern, sondern um aus der Perspektive einer Frau aufzuzeigen, wie wir Frauen so ticken, um zu helfen, geschlechtertechnische Unterschiede besser zu verstehen. Und vielleicht könnt ihr ja etwas daraus mitnehmen für die, die Frauen wirklich besser verstehen wollen. Und die Frauen, die zuschauen, finden sich vielleicht im einen oder anderen Punkt wieder. Nummer 1: Intimitäten des Partners ausplaudern. Frauen geben es nicht gerne zu, aber wir sind halt doch Plaudertaschen. Das muss kein Problem sein. Wir alle erzählen unseren Freunden ja Dinge aus unserer Beziehung, aber Frauen tendieren dazu, ihren Freundinnen Geheimnisse über ihren Partner zu erzählen, also Dinge, wo er keine Freude daran hätte, wenn sie davon wüssten, die ihm sogar peinlich wären. Und von denen eigentlich ein stilles Einverständnis innerhalb der Beziehung besteht, dass diese Dinge unter den beiden bleiben sollten. Das können Dinge sein wie: er trägt vielleicht ein Toupet oder ein Haarsystem, oder er hat Erektionsprobleme, oder er muss sein bestimmtes Medikament nehmen. Seine Partnerin weiß natürlich davon, aber sonst erzählt er das eigentlich niemandem, weil es ihm unangenehm ist, weil es eine sehr persönliche Sache ist. Nun tut sie das nicht aus Bösartigkeit, wenn sie das im Freundinnenkreis ausplappert. Es kann sogar aus einem Sensibilitätsverständnis heraus geschehen. Aus Empathie. Nur überlegt sie sich halt in dem Moment nicht, dass ihm das sehr peinlich wäre, wenn die Leute das wüssten. Ja, und der Grund dafür ist, Frauen reden viel offener, gehen auch viel offener mit Intimitäten und persönlichen Dingen um als Männer, auch mit Gefühlen. Wir erzählen nun mal gerne von Dingen, die uns bewegen, beschäftigen. Das liegt in unserer Natur, das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach so und das muss man halt als Mann einfach wissen. Und natürlich plaudern auch Männer Dinge aus, aber Männer haben in der Tendenz gar nicht das Bedürfnis, über ihre Frauen zu sprechen, wenn sie mit den Kumpels den Abend verbringen. Sie haben dann ganz andere Dinge, die sie interessieren. Wir Frauen sind nicht permanent der Nabel ihrer Welt und das ist auch gut so. Also wenn es wirklich etwas gibt, wo du auf keinen Fall möchtest, dass das bei ihren Freundinnen landet, würde ich betonen, dass es für dich wichtig ist, dass das unter euch bleibt. Ja, und in einer guten Beziehung, wo sich beide blind verstehen, dann muss man das ja auch eigentlich gar nicht sagen. Es versteht sich von selbst. Frauen daten und suchen sich tendenziell Männer, die sozioökonomisch gleich gut oder besser gestellt sind als sie. Sie wollen eine gute Partie machen. Männern ist der Status einer Frau ziemlich egal. Er hat nahezu keinen Einfluss darauf, ob er sie attraktiv findet oder mit ihr eine Beziehung eingeht oder nicht. Sie sollte einfach nett aussehen. Sie mögen Frauen, die Weiblichkeit ausstrahlen, die liebevoll sind, die gut kochen kann, ja. Sie wollen keine, die ihnen das Leben schwer macht, sondern eine, von der sie spüren, dass sie sie braucht. Frauen ticken da anders und man spricht von Hypergamie. Das ist, wenn Frauen einen Partner von gleichem oder höherem sozialen Status suchen, als sie ihn selbst besitzen. Hypergamie ist ein globales Phänomen. Es kommt in allen Kulturen und Ländern vor. Und hier eine gute Grafik dazu. Für viele ist ein Mann halt attraktiv, der Geld, Ansehen und Stabilität in die Beziehung bringt. Es wird von Frauen immer wieder abgestritten, dennoch wählen sie ihren Partner so aus und Studien bestätigen es. Die Welt zum Beispiel schreibt, deutsche Frauen bevorzugen einen gleich oder besser gestellten Partner. Laut einer Parship-Umfrage legen 94% der weiblichen Alleinstehenden großen Wert auf den Beruf. Die Mehrzahl der Frauen gibt an, dass der Job ihres Partners mindestens die gleiche gesellschaftliche Anerkennung erfahren soll wie ihr eigener. Auch Statista zeigt, dass die berufliche Stellung des Partners für Frauen oft ein deutlich relevanteres Kriterium ist als für Männer. Ja, Frauen ist der Beruf etwa so wichtig, wie er Männern unwichtig ist. Ja, der gute Partie-Gedanke, der ist natürlich nicht mehr so stark verbreitet wie früher, weil Frauen heute sehr viel besser ausgebildet sind, selbst gute Job und gutes Einkommen haben, aber er ist verbreitet. Ja, und der Grund dafür ist evolutionsbiologisch erklärbar. Die Frauen kriegen die Kinder und das macht uns unabhängig. Darum ist es für uns halt wichtig, dass wir eine gute Partie machen. Das ist völlig nachvollziehbar. Ja, und dass er, auch wenn wir selbst gut verdienen und selbst für uns schauen können, dass er trotzdem uns und unseren Nachwuchs versorgen könnte. Es ist eine Art Absicherung. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Manche Frauen haben sehr hohe und teils völlig unrealistische Erwartungshaltungen. Und Frauen überschätzen sich da zuweilen. Und zwar in dem, was sie vom Mann in einer Beziehung erwarten und was sie selbst zu bieten haben. Und ich habe schon öfters gesagt, dass Frauen gewisse Erwartungen an den Partner haben. Das ist völlig richtig. Selbstverständlich soll sie sich nicht mit jedem zufrieden geben. Die heutige Erwartungshaltung einer Durchschnittsfrau an den Durchschnittsmann ist: guter Status, guter Job, dann mögen sie Alpha-Männer, selbstbewusst muss er sein, lustig, liebenswürdig, sensibel, attraktiv und auch groß.
Ja, die Großen haben bei der Mehrheit der Ladies die viel besseren Chancen. Schon nur aufgrund der Größe scheiden viele Männer schon mal aus. Und da ist der wirtschaftliche Status gar nicht mal mitgezählt. Ja, das alles ist erforscht. Ich habe euch all meine Videos zu diesen Themen in der Beschreibung unten verlinkt. Und ich habe euch das ja auch schon mal gezeigt. Auf der größten Dating-Plattform Tinder ist es so, dass eine durchschnittliche Frau nicht auf der gleichen Ebene der Attraktivitätsskala sich den Partner auswählt oder sucht, sondern sie schaut nach oben zu den Top 10-20%. Ja, und die meisten Frauen, die würden natürlich nie zugeben, dass sie ein bisschen ein unrealistisches Bild von einem Mann haben, teils absurd hohe Standards, aber selbst dieses ganze Paket ja auch gar nicht bieten können. Auch nicht müssen, ist ja auch nicht human. Ein Grund für dieses Phänomen ist, dass sehr viele Frauen die Erfahrung von früh an gemacht haben, dass es relativ einfach ist, einen Mann zu kriegen. Also Ausgang, Partys, Feiern. Die Möglichkeiten sind häufig vorhanden. Nicht alle Frauen, aber im Großen und Ganzen hat jede einen Typ, der auf sie steht. Es ist immer ein Mann da, von dem sie weiß, der würde sofort mit ihr ins Bett gehen. Frauen haben immer eine sexuelle Auswahl. Frauen haben aber auch die Auswahl, mit einem Mann eine Beziehung einzugehen. Mehr als umgekehrt. Und die Wahl haben, die macht einem wählerisch. Auch das kann man niemandem vorwerfen. Man sollte es einfach wissen. Nächster Punkt. Frauen wollen nicht, dass Männer von ihrer Gefühlskälte erfahren. Wüssten Männer von Anfang an, wozu Frauen bei einer Trennung fähig sind, wären sie wohl ziemlich erschrocken. Vielleicht auch vorsichtiger. Eine Frau kann einen Mann von der einen auf die andere Minute wie abschneiden von ihrem Leben komplett. Ihm die totale Gefühlskälte entgegenbringen. Das passiert häufig bei einer Trennung und völlig egal, aus welchem Grund man sich trennt. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass sie sich nicht nur trennt, sondern ihn auch vernichten will, finanziell. Ja, und in der heutigen Gesellschaft werden ja meist die Frauen als Opfer dargestellt und die Männer haben stets die Macht über die Frauen. Aber so manche Männer, gerade eben in einer Scheidungssituation, werden von der vollen Härte ihr, was auch immer, Rache, Vergeltung, getroffen. Und ganz egal, ob man 30 gute Jahre zusammen hatte, er der Vater ihrer Kinder ist, egal wie viel er in den Jahren für sie getan hat, der Provider war, die ganze Erfolgsrechnung, die spielt dann keine Rolle mehr. Und nein, in der Situation sind dann die Männer ganz und gar nicht mächtig, sondern teilweise wirklich arme Kerle. Ein Psychologe hat mir den Unterschied zwischen Männern und Frauen bei einer Trennung mal so erklärt. Während der Beziehung ist es tendenziell die Frau, die sich mehr um die Partnerschaft bemüht, kümmert, sensibler damit umgeht, sich mehr Sorgen macht, ob alles noch gut ist. Während der Mann eher denkt, ah, läuft ja gut, alles kein Problem. Aber sobald die Beziehung endet und in 50-70% der Fälle beendet die Frau die Beziehung, dann kann sie extrem gefühlskalt werden. Oft genau umgekehrt bei den Männern. Sie beginnen dann am Ende der Beziehung sich so emotional zu investieren, wie die Frau in der Beziehung. Sie listen dann mental all die guten Dinge auf, machen eben ihre Rechnung und verstehen dann überhaupt nicht, wie kann sie so sein nach allem, was wir zusammen hatten. Ja, hat sie einmal diesen Punkt erreicht, spielt es wie gesagt keine Rolle mehr. Frauen nützen deine Schwächen aus. Frauen haben Schwächen, Männer haben Schwächen. Eine ist beispielsweise der Beschützerinstinkt. Also ich finde, das ist ein wunderbarer Zug. Männer wollen für die Frauen schauen. Sie wollen nicht, dass es ihnen schlecht geht. Sie wollen sie vor schlechten Dingen beschützen. Und natürlich ist das nicht per se eine Schwäche, aber sie wird zur Schwäche, wenn man sie schamlos ausnützt. Klammerbemerkung, es gibt vielleicht Frauen, die das ganze Leben lang schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Die würden dem Beschützerinstinkt-Argument natürlich widersprechen. Und es tut mir aufrichtig leid, dass es Frauen gibt, die ihr Leben lang nie die wunderbaren Männer kennengelernt haben, die es da draußen gibt. Klammer zu. Beispiel. Um zu bekommen, was sie wollen, setzen Frauen hier und da Tränen ein. Und Männer wissen oft nicht, wie sie mit einer weinenden Frau umgehen sollen. Sie sind dann heillos überfordert. Und damit der Wasserfall austrocknet, tun sie so ziemlich alles. Und Frauen wissen das. Tränen funktionieren wie ein Joker. Frauen wissen auch, wie man mit Männern spricht, um etwas zu erreichen. Mit Frauen gehen männliche Vorgesetzte nämlich tendenziell empathischer um als mit dem eigenen Geschlecht. Und das ist nicht nur im beruflichen so, auch im Privatbereich. Auch das bestätigt Forschung, hier mein Video über den sogenannten Empathy Gap. Und falls ihr das selbst an euch schon beobachtet habt, liebe Männer, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare und erklärt auch warum. Ja, also Frauen machen sich das Mitgefühl von Männern manchmal zunutze, um zum Beispiel an ein besseres Projekt bei der Arbeit zu kommen, weil vielleicht der Einsatz am aktuellen Projekt ungünstig ist wegen der Kindersituation und so. Und sie bekommen es. Frauen sind gerissen, sie sind oft cleverer als die Männer und auch wenn Männer und Frauen sich
in bestimmten Situationen genau gleich verhalten, sind Frauen geschickter darin, es als etwas Gutes erscheinen zu lassen. Frauen sind häufiger untreu als Männer. Laut einer Erhebung von Elitepartner, veröffentlicht bei Business Insider, sagt fast jede dritte Frau, sie sei in einer festen Beziehung schon mal untreu gewesen. Am häufigsten betrügen Frauen in ihren 30ern, dann sind es fast 40%. Ja, da sind sie nicht stolz darauf, das ist häufig mit schlechten Gefühlen und Scham verbunden. Das hat auch damit zu tun, dass Frauen, die untreu sind oder die viele Sexualpartner haben, auch heute noch schnell als Schlampe beschimpft werden. Ja, und der Grund ist laut einer Psychologin, dass Frauen sich eben emanzipiert haben, mehr Sex als früher haben und den Männern in Sachen Untreu darum in nichts nachstehen. Wir sind alle Menschen, keine Roboter, man muss es einfach wissen. Falls du noch weitere Dinge kennst, die Frauen tun, aber vor Männern verbergen wollen, schreib's doch bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und tschüss.